heute ein etwas persönlicheres Video. Ich werde ab und zu schon mal gefragt, wer bist du, woher kommst du, was willst du, was hast du damals gemacht, wie kamst du zu diesem Schritt zu sagen, ich mache jetzt Dauer, wie kam das alles, wieso, weshalb, warum, diese ganz normalen Fragen halt. Und ich dachte, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, anstatt zu sagen, ach, das ist einfach ein Bruder, der ein paar Dauer-Videos macht, sondern ihr lernt mich richtig kennen, ihr lernt mehr von mir kennen, dass wir uns inshallah in Verbindung setzen. Und ich werde einfach mal über mich erzählen. Und ich bin Anfang, Mitte 20 und wohnhaft in Berlin. Ich bin, also meine Wurzeln liegen in Palästina, bin jedoch im Libanon geboren und bin halt mit 3 Jahren nach Deutschland hergezogen und habe ganz normal meine Schule gemacht, Grundschule, Oberschule, habe meinen Vater 2007 verloren, möge Allah mit ihm barmherzig sein. Und dann war das auch 2009 mein letztes Schuljahr in der Oberschule. Dann aber sind wir nach Libanon geflogen und haben dort circa 3 bis 4 Jahre gelebt. Und natürlich war das Leben dort dementsprechend nicht gut, weil die Lage dementsprechend auch nicht gut war. So sind wir wieder zurück nach Deutschland gekommen. Ich war dann wieder Ende 2012 hier in Deutschland. Und ich meine, ich war nicht immer am Praktizieren und man hat schon seinen einen oder anderen Fehler gemacht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, Amin. Und ich habe wirklich im Laufe meines Lebens tausende von Menschen kennengelernt. Und ich meine das auch wirklich auf die Zahl. Wirklich einige tausende Menschen habe ich in meinem Leben kennengelernt. Und viele Sachen, ich war schon wirklich eigentlich überall, kann man so sagen. Ich habe überall irgendwie die Erfahrung gehabt. Ich saß mit Leuten, die waren hier und ich saß mit Leuten, die waren da. Leute, die haben das gemacht. Der hat das erreicht, der hat jenes erreicht. Und man hat sich dann immer das im Kopf eingebildet, dass man etwas Großes erreichen möchte. Leider war ich nicht auf dem geraden Weg und ich habe mit schlechten Dingen versucht, das große Ding zu erreichen, wenn man das so sagen darf. Ich wollte einfach überall präsent sein und habe da hier und da meine Stärken und meine Erfahrungen mitgenommen und halt mein Talent so und so weiter und so fort. Und dann eines Tages halt kam es dazu, dann wurde ich krank. Und diese Krankheit brachte mich dazu, zu praktizieren und weiter auf dem Weg zu bleiben. Aber Alhamdulillah, mir geht es viel besser. Viel besser, Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala hat mir dadurch den geraden Weg gezeigt und das ist wirklich das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Und ich habe schon die schlimmsten Sachen gesehen und die schönsten Sachen gesehen. Ich habe schon viele Leute aus meiner Familie und aus dem Freundeskreis verloren, die verstorben sind. Möge Allah mit ihnen barmherzig sein und ihnen alle ihre Sünden verzeihen. Amin. Es gab Tage, stand morgens auf, dann hatte ich 2500 Euro in der Hand. Es gab Monate, ich konnte mir nicht einmal wirklich einen Döner leisten. Es gab Tage, da war ich auf der Spur, ein Star zu werden. Es gab Tage, da wollte ich unter der Brücke schlafen. Es gab sehr, sehr schöne Tage und sehr, sehr schwere Tage. Und eine Sache will ich euch auf den Weg geben. Wallahi, egal was ich verloren habe, egal was ich durchgemacht habe, dass ich vielleicht mein Gebet verlieren könnte, A'udhu Billah, ist für mich viel schlimmer. Das Gebet ist ein wunderschönes Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich hatte mich damals dann halt entschieden, mit den Kenntnissen, die ich habe in Medien und weiter und so fort, dass ich einfach mal was Gutes mache. Und zwar da, und dann haben wir halt der Islamverbindung gegründet in Facebook. Alhamdulillah, und dann lief auch alles gut. Allahumma barik, die Seite ging immer wieder nach vorne, immer wieder nach vorne. Und jetzt haben wir mittlerweile mehrere soziale Netzwerke. Und Alhamdulillah, die Dauer läuft sehr gut. Und die Früchte in dieser Dunya durfte ich schon etwas schmecken. Und möge Allah mir Ikhlas geben und mich dafür belohnen. Amin. Und egal was dich trifft, egal wie schwer es ist, wenn du dankbar bist gegenüber Allah und standhaft bleibst, dann wird es auf jeden Fall, inshallah, gut für dich ausgehen. Egal was es ist. Das war es jetzt ein bisschen von mir. Teilt das Video, abonniert den Kanal und vergisst nicht, oben Link in der Bio zu unserem Ersatzkanal. Abonniert unseren Ersatzkanal, folgt mir auf Instagram privat für schöne Sprüche. Hier ist das erste Video zum Ersatzkanal und hier der Abo-Knopf. Bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.